Moin, moin, es gibt Banger-News natürlich wieder aus dem Test-Drive-Lager, denn ja, es kann natürlich sein, dass ihr heute Morgen oder gestern Abend spielen wolltet und dann geht ihr bei Steam online und bumm, eure Produkt-Key wurde deaktiviert, euch wurde Test-Drive entzogen. Ja, das kann aktuell passieren. Tatsächlich werden einigen Leuten einfach die Lizenzen entzogen, man kennt es einfach, die Urangst erwacht direkt wieder nach so kurzer Zeit. Zuletzt passierte das ja mit The Crew, ne, durch Ubisoft, aber diesmal hat es einen anderen Grund, und zwar ja, Test Drive Unlimited Solar Crown kann euch unter Umständen entzogen werden, wenn ihr den ja, das Game bei einem Keyseller gekauft habt, so, sei es sowas wie Instant Gaming, MMOGA und wie sie alle heißen, weil, ja, ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, da sage ich schon mal mit Vorsicht genießen, was ich jetzt sage, ich bin da nämlich selbst nicht 100% sicher, weil ich da echt nicht so genau durchblick. Wir hatten das halt gestern auch im Chat während des Streams da, das Thema, und mir kamen ja auch ein paar Bilder zu, habt ihr jetzt gesehen schon. Dabei handelt es sich wohl um sogenannte Rowkeys teilweise. Gibt es mehrere Einstufungen, je nachdem, was für ein Key ihr habt. Die sind tatsächlich irgendwie gekennzeichnet. Irgendwo sind ja registriert und so weiter. Und da gibt es halt Biz-Row und Pre-Purchase-Row. Das sind dann meistens CD-Keys, CD-exklusive Keys. Und diese ja, werden von Resellern gerne verschallert. Und das scheint nicht ganz so legit zu sein. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich halt trotzdem nicht, weil mein bisheriger Kenntnisstand in der Sache war eigentlich, dass die Keys eigentlich grundlegend immer von Test Drive kommen. Also sprich vom Publisher, Hersteller oder direkt von Steam so, und nicht, dass irgendwie eine Ladung Keys irgendwo vom LKW fällt oder so. Also da kann gerne einer noch ein bisschen Kontext geben vielleicht, wenn er da ein bisschen besser Bescheid weiß in der Sache. Das würde ich dann, falls ich den Kommentar sehe, werde ich den dann anpinnen. Der Zabex zum Beispiel hatte da einiges auf dem Schirm. Der war da wohl ganz gut bewandert in der Richtung. Der ist auch im Discord gewesen und im Chat. Und ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich kann euch aber eine Entwarnung geben. Also keine Angst jetzt, keine Panik oder so. Ihr müsst dann zumindest, was Instant Gaming angeht, kann ich jetzt nur sagen. Das ist jetzt keine Werbung oder so. Aber wir hatten halt auch einen im Chat, den der Key weggenommen wurde. Und der hat halt kurz darauf, der hat sich halt beim Support gemeldet und ja, der hat dann ganz schnell einen Ersatz-Key bekommen. Da haben sie gesagt, oh, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Ja, komischer Fehler. Und das war ein Pre-Purchased-Key. Da habe ich, glaube ich, auch ein Bild. Und ja, genau so ein Key habe ich zum Beispiel auch. Ich habe auch auf Instant diese Gold-Version für 50 Euro gekauft. Und jetzt warte ich irgendwie darauf, dass mir der Key entzogen wird. Ich meine, gut, ich habe jetzt schon 3 Spieltage und bin auf Level 60. Ich habe eigentlich schon fast alles gemacht. Also mich juckt es ehrlich gesagt nicht, wenn jetzt der Key verschwindet. Dann schreibe ich halt die Leute da an und kriege einen neuen Key. Wenn nicht, kriegen sie mir gefälligst halt Geld zurück. Na, so viel sollte eigentlich stimmen. Ich meine, macht auf jeden Fall, wenn euch das passiert, auch einen Screenshot davon. Ne? Und dann schreibt einfach den Support an bei der Seite, wo ihr gekauft habt. Ne? Beschreibt da eure Lage. Hey, mir wurde der Key weggenommen, warum auch immer da. Ne? Und ein Screenshot von der Nachricht, dass euch der Key wirklich da irgendwie deaktiviert wurde, und dann sollte das eigentlich dann seinen Weg gehen und ihr solltet entweder eine Erstattung bekommen von eurem Geld oder halt einen neuen Key, den ihr dann wieder aktivieren könnt. Eurem Spielstand dürfte theoretisch nichts passieren, der hat ja nichts mit der Aktivierung des Spiels an sich zu tun. Ne, eure Daten liegen ja da auf dem Server, da passiert ja nichts, also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Und ja, das war halt ein Thema, das wollte ich gerne mal ansprechen, weil kam auch in den Kommentaren des letzten Videos, ich finde es halt wirklich echt zum Lachen. Weil Test Drive hat halt erst diesen schwierigen Start mit den Servern, dann kackt er die KI rein und macht die Leute fertig. Und jetzt kommt da halt noch einer um die Ecke und zieht euch das Spiel unterm Arsch wieder weg. Es ist halt wirklich hilarious. Es ist wirklich der Wahnsinn. Aber ja, was willst du machen? Ja, jetzt überlege ich gerade, ich hatte eigentlich noch ein Thema auf dem Schirm. Ach ja, genau, da war ja was. Ja, Test Drive hat ja den Chat in ihrem Discord, den deutschen Chat. Und da ging ja neulich was ab, da habe auch ich mitgemischt. Also wirklich, falls da Leute hier sich das Video anschauen, die dabei waren, geiler Abend. Also wir haben uns kaputt gelacht, wir haben uns so beömmelt, wir haben da irgendwelche Narcon-Produkte gepostet und diese Vergleiche mit Wasserpistolen und Ocean Gate und oh Gott, es war einfach hilarious. Auf jeden Fall haben wir uns da beömmelt, weil die Narcon-Aktie ganz schön am Abstürzen ist. Und jetzt fragt man sich natürlich berechtigt,
kann das auf Dauer nach hinten losgehen mit Test Drive, wenn jetzt auch die Zahlen nicht stimmen. Der Peak war jetzt gestern zumindest nicht super hoch. Heute ist er jetzt auch noch nicht so weltbewegend. Also der Start auf Steam zumindest ist jetzt nicht so weltbewegend. Ne? Das ist natürlich auch viel der ganzen Kritik von im Voraus geschuldet. Ne? Viele waren halt abgeschreckt, weil hier und da ein bisschen die Grafik kacke aussieht und wegen den Servern. Ich für meinen Teil sage weiterhin, wie gesagt, ist ein Top-Game. Ne, wenn man die Fehler außer Acht lässt. Klar, ich habe im Review gesagt, da muss viel poliert werden noch, aber ansonsten lohnt sich das Game schon. Das macht auf jeden Fall Spaß. Die Soundkulisse ist auch brachial. Also da habe ich neulich wieder einen Kommentar gesehen, der meinte, das wäre Gameboy-Sound und so. Also solche Kommentare, da denke ich mir auch immer, Junge, geh mal zum Ohrenarzt. Der kann ja, ne, also wow, also ich finde, das Spiel hört sich echt wild an. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird Test Drive schon bald wieder verschwinden, quasi Serverabschaltung und so weiter, weil halt, ja, bei Nacon sieht es nicht gut aus, wie sich KT Racing dann hält, ist eine andere Frage. Und ja, ich sag mal so, wenn der Wagen da weiter abstürzt, ne, auch die Aktie und alles, dann wird da irgendwann schon jemand die Reißleine ziehen, denke ich mal. Und das ist jetzt die Gefahr quasi für Test Drive. Wie akut das ist, ne, will ich gar nicht sagen, wahrscheinlich ist er momentan noch gar nichts, die sind selber noch am gucken. Aber die Frage ist wirklich, die sind ja auch sehr ambitioniert rangegangen mit ihrem Year One, mit ihrer Roadmap. Tja, wieder der Entwicklungsstand ist es halt die Frage. Ne? Ist das schon alles soweit fertig und wird nur ein bisschen poliert oder so? Ne? Oder muss da noch richtig viel Arbeit reingesteckt werden? Das kostet natürlich. Und wenn jetzt Einnahmen wegbleiben, die sie ja, sich da gewünscht hätten vermutlich, dann ist das natürlich nicht so geil für das Spiel. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass sie ganz schnell Quality of Life Updates bringen, vor allem was die KI angeht. Ich hatte auch gestern im Stream wieder so ein Highlight, die KI, jetzt haltet euch fest. Im ersten Video zur KI habe ich gesagt, die war 4 Sekunden schneller als der Weltrekord. In dem Rennen gestern, das war eins der großen Rennen, da war die einfach 3 Minuten schneller als der Weltrekord, das muss man sich geben. Ich konnte zugucken, wie die 10er-Sprünge gemacht hat, die KI. Ganz ehrlich, der war kaum, war der aus meinem Render-Radius oder so. Ich werde da auch noch einen Test machen. Ich habe da einfach mal Bock, die einfach fortfahren zu lassen. Mal gucken, ob dann alle KI-Fahrer einen Weltrekord brechen. Würde mich gar nicht wundern, auf jeden Fall. Ja, 3 Minuten schneller als der Weltrekord. Ich wünschte, es gäbe einen Debug-Modus, wo ich mir angucken könnte mit einer Verfolgerkamera, wie die KI fährt, weil, Alter, das ist doch nicht mehr normal. 3 Minuten. Und da willst du dann, da will irgendwer behaupten, er hat keine Probleme mit der KI? Ja, wenn du es schaffst, die hinter dir zu halten, klar, aber ein Fehlerchen und die fährt weg, dann hast du verloren. Also, ich glaube kaum, dass hier irgendeiner schneller ist als Mr. Platz 1. Und ja, der wird halt um 3, oder einer hat geschrieben sogar 9 Minuten. Einer hatte einen Bot, der wäre 9 Minuten schneller als der Weltrekord. Und ja, wenn, dann bitte Video, zeigt mir bitte, wie ihr 9 Minuten schneller seid als der aktuelle Weltrekord und erklärt mir bitte, warum ihr nicht auf Platz 1 in der Weltrangliste seid. Also, es ist absolut geisteskrank mit der KI, das muss unbedingt gepatcht werden. Aber gut, das war's schon für das Video. Ja, Key-Probleme, ich hab's euch erklärt. Ne? Wie gesagt, wenn nicht, schaut's euch nochmal an, wie ihr damit umgehen könnt, falls euch das passiert. Ihr müsst auf jeden Fall, müsst ihr keine Angst haben. Ja, es ist alles einfach eine reine Katastrophe mit dem Release, aber gut. Ja, ich sag weiterhin, an sich ist das Spiel gut, ne, sehr viel Detail und so weiter, sehr viel Liebe steckt drin, viel Polishing muss aber noch passieren und ja, auf jeden Fall, ja, eine ganz angenehme Sache, ne, findet doch jeder geil, wenn er zocken will und auf einmal ist das Key, das Spiel wieder weg, ne, Gott, The Crew einfach, ne, aber The Crew ist ja auch ein Highlight, ne, Ubisoft macht einfach so einen absoluten 31er und haut da The Crew 2 für 1 Euro raus, wo jetzt TDO released, also das nenne ich auch super frech und, ja, Ubisoft, ja, okay, das war's dann, lasst ein Like da, um das Video zu unterstützen, um es zu supporten, ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.